BR Heimat Blasmusikkonzert. Herzlich willkommen zum Blasmusikkonzert aus dem BR-Studio in Nürnberg. Begrüßt Sie Karl-Heinz Brandt. Heute vor 60 Jahren ist in Rom Papst Johannes der 23. gestorben. Als Papa Buono, der gute Papst, ist er in die Geschichte eingegangen. Bei seiner Wahl 1958 waren die Menschen allerdings eher skeptisch. Zum einen, weil er bekannt war für seine konservative Frömmigkeit. Zum anderen, er war schon 77 Jahre alt, als er ins Amt gekommen ist, also nicht gerade der Jüngste. Trotzdem hat er richtig viel bewegt und, ja, wenn man untertreiben wollte, könnte man sagen, er hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Sein Heimatland war Italien und deswegen fangen wir unsere Sendung jetzt auch italienisch an mit der Bläserphilharmonie Wertingen und dem Werk Italia. Thank you.
Die Bläserphilharmonie Wertingen unter der Leitung ihres langjährigen Dirigenten Manfred Andreas Lipp. Italia heißt dieser Konzertmarsch, den der schwedische Militärmusiker Sam Rydberg geschrieben hat. Sam Rydberg hat gelebt von 1885 bis 1956 und damit war er ein Zeitgenosse von Angelo Giuseppe Roncalli, Papst Johannes dem 23. Der ist geboren worden im Jahr 1881 in einem oberitalienischen Bauerndorf, Sotto il Monte. Seine Eltern waren Bauern und dass er als eines von 13 Kindern gefördert worden ist und die Möglichkeit bekommen hat, eine höhere Schule zu besuchen, hat er auch dem Dorfpfarrer zu verdanken. Der hat ihm den ersten Lateinunterricht gegeben. Dass der kleine Angelo Roncalli ein kluger Kopf war, war anscheinend schon früh zu erkennen. Also war mit der Dorfschule nicht Schluss, es ging weiter ins Internat und dann schließlich zum Theologiestudium. Das hat er nicht nur mit einem Diplom abgeschlossen, er hat auch gleich noch promoviert, also den Doktortitel draufgesetzt. 1904 war das. Im gleichen Jahr ist er auch zum Priester geweiht worden. Danach hat ihn der Bischof von Bergamo zu seinem Sekretär gemacht. Es war der Anfang einer großen Laufbahn in der Kirche. Thank you.
Von Wolfgang Amadeus Mozart der türkische Marsch aus der Sonate für Klavier in A-Dur, die Militärmusik Tirol, haben wir damit gehört. Als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, war Angelo Giuseppe Roncalli 32 Jahre alt. Als Militärseelsorger ist er im Krieg eingesetzt worden, danach hat er dann als Jugendpfarrer gearbeitet. 1925, in diesem Jahr, ist er nicht nur zum Bischof geweiht worden, 1925 hat auch seine Karriere als vatikanischer Diplomat angefangen. Zuerst als apostolischer Visitator für Bulgarien, in den 30er Jahren schließlich als Gesandter, zuständig für die Türkei und Griechenland. Sein Sitz war erst in Istanbul, später in Athen, auch während des Zweiten Weltkriegs. Sein Amt hat er in dieser fürchterlichen Zeit auch dafür benutzt, Menschen zu helfen. Eine jüdische Flüchtlingsgruppe hat er zum Beispiel als Gruppe deutscher Katholiken ausgegeben, die unterwegs sind auf einer Pilgerreise zum Geburtsort des Apostels Paulus. Und es hat funktioniert. Am Ende des Zweiten Weltkriegs dann die Versetzung als Nuntius, also Botschafter, nach Paris. Ein schwieriger Posten. Dabei ging es nämlich vor allem um die Aufarbeitung der kirchlichen Beziehungen zur Vichy-Regierung und die Zusammenarbeit mit den deutschen Besatzern. Auch diese Aufgabe hat er aber anscheinend sehr gut gelöst. Thank you.
Lobet den Herren alle, die ihn ehren, gespielt von der Sächsischen Bläserphilharmonie. Davor haben wir Manuel Scheuring und André Oehling als Solisten gehört. Begleitet hat die beiden das Symphonische Blasorchester Volkach. Und den Titel haben sie bestimmt erkannt, Dona Nobis Pacem oder auf Englisch Give Us Peace. Im Blasmusikkonzert erinnern wir heute an Papst Johannes den 23., dessen Todestag sich heute zum 60. Mal jährt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs war Angelo Giuseppe Roncalli noch kein Papst. Er war seit 20 Jahren als kirchlicher Diplomat unterwegs und hatte in dieser Funktion reichlich Gelegenheit, andere Weltanschauungen und Traditionen kennenzulernen und auch die unterschiedlichsten Menschen zu treffen. Seine freundliche und kluge Art hat ihm dabei bestimmt sehr geholfen. Als er 1953 zum Kardinal ernannt worden ist, war ihm, wie wahrscheinlich den meisten Menschen damals, klar, dass sich die Welt inzwischen verändert hatte und eine andere war als die am Anfang des 20. Jahrhunderts zur Zeit seiner Priesterweihe. Und trotzdem war es ein Paukenschlag, als Johannes der 23. kaum 3 Monate nach seiner Wahl zum Papst das Ereignis angekündigt hat, das eine neue Epoche für die katholische Kirche einläuten sollte. Das Zweite Vatikanische Konzil. Thank you.
Das Heeresmusikchor aus Hannover mit einem berühmten Werk von Johann Sebastian Bach, die Toccata und Fuge in D-Moll, bearbeitet für Blasorchester. In unserer Sendung über Johannes den 23. sind wir angekommen bei seiner Zeit als Oberhaupt der katholischen Kirche, als Papst.
Schon kurz nach der Wahl, ich habe es vorhin gesagt, hat er für Aufsehen gesorgt. Er hat ein Konzil angekündigt. Um das durchzuführen, war allerdings ziemlich viel Vorbereitung nötig. Vorschläge, Postulate und Petitionen sind gesammelt worden von Bischöfen, Laien und theologischen Fakultäten. Es sind Kommissionen gegründet worden, die diese ganzen Einreichungen gesichtet und geordnet haben. Und daneben hat sich eine große gesellschaftliche Debatte entwickelt, was alles verändert und modernisiert werden sollte in der katholischen Kirche. Nach 3,5 Jahren Vorbereitungszeit war es dann soweit. Am 11. Oktober 1962 ist das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet worden. Über 3 Jahre hat es gedauert und die Ergebnisse prägen die katholische Kirche bis heute. Dass in unseren Gottesdiensten zum Beispiel nicht Latein, sondern Deutsch gesprochen wird, ist ein Resultat dieses Konzils.
Heal the World, ein Lied von Michael Jackson, das haben wir vom Symphonischen Blasorchester Grafen Rheinfeld gehört. Danach ein Spiritual Go Down Moses, gespielt vom Blechbläserensemble Kulmer Brass. Papst Johannes der 23., sein Name ist untrennbar verbunden mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das er einberufen hat. Das Ende dieses Konzils hat er allerdings nicht mehr erlebt. Am 3. Juni 1963 ist er an Krebs gestorben. Nur 4 Jahre, 7 Monate und 7 Tage war er im Amt. Eine kurze, aber für die Kirche sehr bedeutende Zeit. Nicht nur wegen des Konzils, er hat auch sonst einiges bewegt. Er hat sich um Kontakt zur Sowjetunion bemüht und zum Beispiel den Schwiegersohn und die Tochter von Chruschtschow zur Audienz empfangen. Konrad Adenauer hat das seinerzeit als politisch dumm bezeichnet, aber durch dieses gute Verhältnis konnte Johannes der 23. in der Kuba-Krise zwischen den USA und der Sowjetunion vermitteln. Aber nicht nur die hohe Politik, auch die einfachen Leute waren ihm wichtig. Nach seinem aristokratischen und strengen Vorgänger Pius XII. War Johannes der 23. klein, rund, bescheiden und volksnah. Als erster Papst seit 1870 hat er den Vatikan verlassen. Er ist nach Assisi zum Grab des heiligen Franziskus gefahren und er hat das römische Staatsgefängnis besucht, um mit den Häftlingen dort zu sprechen. Seine Volksnähe hat ihm viel Sympathie eingebracht und den Beinamen Il Papa Buono, der gute Papst. Thank you.
Der Pilgerchor aus der Oper Tannhäuser von Richard Wagner, gespielt von German Brass. Davor haben wir den Musikverein Gartenstadt aus Bad Neustadt an der Saale gehört, mit einer Bearbeitung des Lieds »Von guten Mächten wunderbar geborgen«. Aus Anlass seines 60. Todestages am 3. Juni 1963 stand heute Papst Johannes der 23. im Mittelpunkt unserer Sendung. Am nächsten Samstag geht's dann um einen Geburtstag, und zwar den 70. Das Geburtstagskind ist der Musikbund von Ober- und Niederbayern. Mein Kollege Stefan Ametsbichler blickt dabei nicht nur zurück auf die letzten 70 Jahre, ihn interessiert vor allem, wie sich so ein Musikbund für die Zukunft rüstet. Also schalten Sie wieder ein am nächsten Samstag um 17.05 Uhr hier auf BR Heimat. Die heutige Sendung finden Sie wie immer eine Woche lang zum Nachhören auf unserer Homepage br.de/heimat-franken und in den nächsten 5 Stunden auch in der BR Radio App. Zum Abschluss hören wir jetzt noch das Auswahlorchester Oberfranken mit der Kantate »Jesus, bleibet meine Freude« von Johann Sebastian Bach. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Bis zum nächsten Mal aus Nürnberg. Ihr Karl-Heinz Brandt. Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern.